der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. In der heutigen Folge steht die Universität Bremen im Mittelpunkt. Zu Gast sind Professor Dr. Annelie Keil, Professorin der ersten Stunde an der Uni Bremen, und Jana Sievers, aktuell Studentin an der Uni. Professor Dr. Annelie Keil war über 30 Jahre Professorin an der Uni Bremen in den Arbeitsbereichen Sozial-, Arbeitswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Krankenforschung sowie angewandte Biografie- und Lebensweltforschung. Sie hat die Senatsmedaille der Freien Hansestadt Bremen für ihre Verdienste um die Sozial- und Gesundheitswissenschaften für die Uni Bremen und das Land Bremen erhalten. Sie ist Ehrenmitglied im Sportgarten, engagiert sich vielfältig für die Belange von wohnungslosen Menschen und den Dialog der Kulturen. Sie ist Gründungsmitglied und Mitarbeitende am Institut für Gesundheitsförderung und pädagogische Psychologie und hat sich auch an vielen anderen Orten sehr stark engagiert. Jana Sievers, gebürtige Bremerin, studiert English Speaking Cultures, engagiert sich im International Office der Uni Bremen sowie im JUWE. Heute nehmen wir uns eine Zeitreise vor. Die Universität wird im Jahr 2021 50 Jahre alt. Ein schöner Anlass für ein Generationengespräch. Heute sind zu Gast Professor Dr. Annelie Keil, Professorin der ersten Stunde an der Uni Bremen, und Jana Sievers, aktuell Studentin an der Uni. Wir freuen uns auf das Gespräch. Hallo, herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Grüße Gott. Willkommen beim Bremen-Podcast. Hallo, schön hier zu sein. Also, wir können ja mit der Zeitreise beginnen und sagen, Frau Keil, wie sah das universitäre Leben 1971 in Bremen so aus? Also erst gab es das gar nicht. Weil wir reisten ja alle an, um diese Universität zu gründen, 71. Und es gab nur drei Gebäude, das sind die, die jetzt da immer noch sind, wenn man in die Universitätsallee reinkommt. Das nannten wir GW1 und GW2 und dann NW1, Naturwissenschaften. Also es war im Prinzip, waren das drei Gebäude. Es gab natürlich auch Seminarräume, die Bibliothek wurde erst eingerichtet. Also alles, was da jetzt auf dem Campus ist, war da nicht. Also wir fingen, wenn man so will, erstmal letztlich ohne Bibliothek an. Das war die alte Bibliothek der PH. Unsere Studententreffen fanden zwischen den Häusern statt oder sehr oft auf dem Fußboden, weil wir hatten ja keine Regelung zu sagen, nach 30 ist Schluss. Unser Prinzip war, jeder darf das, wo er hin will, geht er auch hin. Und das kann bedeuten, dass sie mal mit drei Leuten da sitzen und mal mit 150 oder so. Also das Studentenleben, wenn man so will, war getrennt vom städtischen Leben. Es gab ja auch noch keine Studentenheime da draußen. Also wir lebten relativ geschlossen in diesen Gebäuden. Die Studenten reisten an. Und mein Arbeitstag in den ersten zwei, drei Jahren, 50, 60, 70 Stunden. Es war so ein Gefühl, wir bauen gemeinsam was auf. Und ich darf erinnern, jetzt gerade für dich, das war interessant. Unser eines politisches Prinzip war ja Drittelparität. Also Drittelparität hieß, die Professionellen, also Professoren, sind so eine Gruppe. Dann gibt es die Dienstleister. Dazu gehörte auch der Mittelbau, aber die Sekretärin und so weiter. Und dann gab es eben die Studenten. Und die Idee war, die gemeinsam, jetzt gerade am Anfang, in einen Austausch zu bringen, um zu sagen, wir kriegen hier die Gelegenheit, eine neue Universität, die natürlich auch in der Tradition alter Universitäten steht, aber neue Akzente setzen will. Und insoweit war das Studentenleben ziemlich wild. Also wild in dem Sinne, wir haben in Arbeitsgruppen gesessen. Es gab ja auch keine richtige Studienordnung, kein richtiges Curriculum. Was machen wir wann? Viele, also die Kollegen waren schon auch lehrerfahren, aber es sollte ja zum Beispiel gerade bei der Lehrerbildung, sollte ein gemeinsames gesellschaftliches, wissenschaftliches Studium die erste Phase sein, damit die wissen, was ist eine Schule, wo ist die, und nicht gleich auf die Didaktik des Deutschunterrichts oder so. Also insoweit, andere haben das natürlich chaotisch genannt, ist ja klar. Wenn es nicht so läuft, wie wir das gedacht haben, oder wie wir glauben, eine Universität muss geordnet anlaufen. Ich finde nicht, dass sie nur in Unordnung gelaufen ist, aber ihr wesentlicher Punkt war das Experiment und auf dem Alten, was alle ja im Rucksack hatten, das Neue aufbauen.
Also Aufbruchsstimmung und ja, das Enthusiasmus. Will ich vielleicht nochmal, also wenn ich mich jetzt selber, ich bin ja die ganze Zeit dann auch in Bremen geblieben, ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich nicht doch nochmal an eine andere Uni, nun war ich ja in Göttingen, aber mir hat das einfach so Spaß gemacht und auch die Herausforderung anzunehmen. Und das, was Sie jetzt gerade fragen, war natürlich das Wichtigste, ein Vorteil und ein Problem. Die Studenten, die nach Bremen kamen, und es gab ja eine breite politische Debatte, nicht nur in Bremen, sondern darüber hinaus, mit Drohgebärden. Die Eltern mischten sich, geh oben nach Bremen, ja. Und das heißt, wir waren in den ersten 2-3 Semestern, würde ich sagen, mit einer Studentengeneration konfrontiert, die bewusst nach Bremen kam, die zum Teil gewechselt haben und die wollten einfach, also von der Fachorientierung, von der Interdisziplinarität, und wir waren ja auch nicht so viele Studenten. Also ich, an meinem Beispiel, ich bin mit 25 Studenten angereist. Die hatten bei mir das PH-Examen gemacht. Mhm. Ja, das heißt, und jetzt gab es in Bremen ein Diplom Sozialpädagogik oder was anderes Diplom. Und die kamen mit als Studenten, die wussten, mit meinem PH-Studium habe ich natürlich nicht so gute Chancen, als wenn ich da noch ein Diplom draufsetze. Das könnte man heute vergleichen, wenn ihr einen Bachelor macht, ist die Frage, wie will ich denn beruflich weitergehen? Und dann entscheide ich, ob ich einen Master jetzt mache oder eine Berufserfahrung dazwischen. Aber mit einem Bachelor alleine nach 6 Semestern bin ich natürlich auch nicht ein gereifter Lehrer und schon gar nicht ein gereifter weiß der Teufel. Also diese Neugier, die hat unglaublich viel, ich sag jetzt mal, wirtschaftliche im Sinne von nicht nur ökonomisch, sondern wir müssen dieses Gebäude und das, was jetzt kommt, den Plan, wir müssen das bewirtschaften. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen uns austauschen. Die Stadt freut sich nicht nur auf uns. Ja, die Bremer waren stolz, so wie später die Oldenburger, eine Uni zu haben. Aber was das bedeutet, hat auch keiner der Leute, die wurden dann Bildungssenatoren oder ich erinnere mich vor allen Dingen an Koschnik, der sagte, ich verstehe von Uni nicht so viel. Ich will das aber hier in Bremen haben und ich erwarte von euch, dass ihr da was aufbaut. Natürlich war der irritiert, dass das alles langsamer ging, dass die Studenten dann sagten, nee, das machen wir nicht, das wollen wir erst nochmal abstimmen und so weiter. Jeder anders geschulte Mensch denkt dann, wo bin ich denn hier? Ich habe doch hier das Sagen. Ich bin doch Professor Doktor. Klingt ein bisschen so, als wenn Sie so damals 71 die Zelte aufgeschlagen hätten. Es gab noch keine Infrastruktur. Wie sind Sie denn nach Bremen gekommen? Also haben Sie denn hier eine Bleibe gefunden? Ja, ich habe also erst mal in einem Zimmer gewohnt. Ich habe vorhin so im Vorspiel schon gesagt, es war dann schwierig, als Professor für viele jedenfalls auch eine Wohnung zu finden, weil die Leute alle der Meinung waren, wir sind eine rote Kaderschmiede. Dieses Wort hat ja wirklich Folgen auch gehabt, auch für die Studierenden. Was, du hast in Bremen studiert, dann hättest du dir das auch in der Schweiz irgendwo abholen können, nicht? Also all die Kämpfe bezogen sich auf alle drei Bereiche. Unsere Sekretärinnen hatten noch nie einen wissenschaftlichen Text geschrieben. Die kamen von der Steuerbehörde. Also alles musste geübt werden. Computer gab es ja noch gar nicht weiter. Also das heißt, auch die Studenten mussten zum Teil mutig sagen, ja, ich studiere in Bremen. Nicht alle, nochmal, man muss das sehen. Aber der Impetus, dieser Schlag, der hieß auch politisch, erstmal Vertrauen zu schaffen. Und das war nicht leicht, weil wir natürlich auch alle sehr unterschiedlicher Meinung waren. Also ich war politisch sozusagen sozial, ich war auch linksorientiert, aber ich wäre nie in eine dieser K-Gruppen eingegangen. Ich bin Kriegskind, ich war in russischer Kriegsgefangenschaft, ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Ich wusste, was es bedeutet, überhaupt ein Studium anzufangen und das zu verdienen. Also diese ganzen Illusionen, die da waren, aber auf der anderen Seite heute und nicht nur, weil ich jetzt zu alt geworden bin, für Studierende wie für Hochschullehrer ist es wirklich wichtig, nicht nur Lebenszeitbeamter zu werden, und das unterstelle ich den meisten auch, sondern einen Ehrgeiz in ein Projekt zu haben. Das kann nun tatsächlich deine eigene wissenschaftliche Laufbahn sein, deine Forschung, das ist auch wichtig. Wir haben übrigens lange in Bremen gebraucht, ehe die Leute, die sich hauptsächlich auch auf Lehre konzentriert haben und die Studienpläne mitentwickelt haben. Und da kam aus der Wirtschaft das Signal, nämlich der Preis für gute Lehre.
Und der wird bis heute an gute Lehre, an gute Magister- und Masterarbeiten, aber eben auch an Hochschullehrer, die sich um die Lehre verdient haben. Sie konnten noch so tolle Lehrer haben. Das interessierte nicht, wenn sie nicht 10 Veröffentlichungen da und da haben. Das war das alte System. Mhm. Pädagogik macht man doch irgendwie so aus dem Herzen heraus. Das hat sich, musste auch erkämpft werden. Mhm. Wissen Sie noch, was das Thema Ihrer ersten Vorlesung war? Hier in Bremen? Ja, das war, glaube ich, also ich hatte eine in Göttingen, ich habe über soziale Gerechtigkeit im Verhältnis von Sozialarbeit und Bildung, das war so das Grundthema. Und ich erinnere mich übrigens, ich glaube, ich habe da im Focke-Museum, wir hatten ja gar keine großen, da habe ich meine Vorlesung gehalten und die war voll natürlich mit politischen, also von den Parteien und Bürgern, die wollten jetzt gucken, wer sind denn die, die da kommen? Und ich erinnere mich noch, weil ich über ein Projekt, was ich in Göttingen gemacht habe, Ferienmaßnahmen mit obdachlosen Kindern in Bayern. Das muss man erstmal machen, weil die gehen natürlich mal auf die Wiese und schrauben da die Elektrik ab oder so. Also das war, oder aus dem Ruhrgebiet, ne? Mit diesen Kindern zu verreisen und denen eine Möglichkeit zu geben. Und die wohnten zum Teil in diesen großen obdachlosen Siedlungen. Und dann weiß ich noch, dann stellte mir einer Frage, Frau Keil, wie fest stehen Sie auf dem Boden des Grundgesetzes? Und ich war schon relativ perplex, aber dann habe ich eine, glaube ich, gute Antwort. Ich habe gesagt, ich stehe so auf dem Boden des Grundgesetzes, wie man realisiert, dass 10 Familien in einem obdachlosen Quartier nicht nur ein Wasser haben und dann wegen Schmutz oder weil sie auffällig sind, kriminiert werden. Da hat das ganze Volk gelacht. Aber das waren die Spitzen, die sie überall finden können. Ich habe dann eine kleine Wohnung im Osterviertel gewohnt und dabei dann auch die Kneipe kennengelernt und bin dann Werder-Fan geworden und sowas. Also, aber das spielte sich alles außerhalb der Universität statt. Und Schritt für Schritt, bis heute finde ich herrlich, dass man da einkaufen kann und so weiter und dass es eben auch Plätze gibt, Wohngemeinschaften und sowas. Also das ist schon, aber das war am Anfang eben alles, Sie haben es ja gesagt, die Infrastruktur musste geschaffen werden. Sowohl die Kommunikationsinfrastruktur als der Austausch. Viele waren das ja gar nicht gewohnt, sozusagen. Also auch die Lehrveranstaltungen waren ja alle öffentlich. Und dann gab es ja nun viel politischen Streit von allen möglichen Gruppen. Und das musste ich mit meinen Prinzipien, ich will mal 2 Beispiele nennen, aushalten, dass irgendeine Fraktion sich in die erste Reihe sitzt mit Notizbuch und alles aufschreibt. Ich habe damals auch Psychosomatik gelehrt. So, und dann am nächsten Tag finden Sie das Flugblatt dazu, dass ich ein Volksverräter bin oder je nachdem, was die Leute dachten. Und der Schwur war natürlich aus der Studentenbewegung. Ich hole nie, also da muss richtig Gewalt passieren, aber sonst hole ich keine Polizei, nur weil ich gestört werde. Das muss ich und das müssen die Studenten, die hier zuhören wollen, die müssen das lernen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Denn so wird es auch in der Gesellschaft sein. Du kommst in ein Lehrerkollegium, bist jung und alle sagen, vergiss mal, was du studiert hast. Jetzt zeigen wir dir erstmal, was Pädagogik ist. Und also das war für mich so ein tragendes Beispiel eigentlich auch der inneren Auseinandersetzung. Jana, wie klingt das für dich so als in jetziger Zeit so eine Vorlesung mit Tumult? Also für mich ist das natürlich völlig unverständlich, dass da so viel Gegenwehr war, dass es da so viel Gegenwehr gab gegen Sie als Dozierende, gegen Studierende, gegen die ganze Bewegung der Universität, da das eigentlich, es ist eine andere Form von Lehre. Es ist ein Schritt weiter als die Schule, es ist ein Schritt weiter als Abitur und das aber so in Frage zu stellen, dass das so große politische Diskussionen ausgelöst hat, ist jetzt aus heutiger Perspektive, wo natürlich auch Politik im Kontext von Universität diskutiert wird, für mich völlig unvorstellbar und einfach, ja, ein ganz bisschen verrückt auch, das einfach so mal zu hören, da ich als junger Mensch das natürlich ganz anders heutzutage mitbekomme, aber über den Start einer Universität, wie man etwas aufbaut, natürlich von meiner eigenen Universität, ich bin in Bremen geboren, das heißt, natürlich ist es für mich wahnsinnig zu hören, wie hat sich die Uni aufgebaut, was war der Kontext, wie hat das da, ja, also eine Universität steht ja auch
irgendwie auf einem der Sockel in der Gesellschaft, in der Stadt, wo sie im Nachhinein dann ihren Platz gefunden hat. Und dann aber zu sehen, was es da für Aufruhren gibt und was es da einfach für Kämpfe auch gab, um dass sie auch kämpfen mussten sozusagen für ihre Studierenden. Sehr wichtig, was Sie vom Eindruck her sagen. Also die Mehrheit der Studierenden, das muss ich sagen, also ich hatte, also bis heute habe ich Kontakt zu meinen Studenten, die jetzt manchmal kommen, weißt du noch, 72 im Seminar so und so, da sage ich, naja, das hätte mein Gehirn jetzt nicht mehr gehalten. Aber es gab schon eine sehr große Zustimmung, aber dieser Querbalken, dass man um eine Zukunft ringen muss, also ich denke im Moment, ohne dass man das direkt vergleichen kann, ich finde die Tatsache, dass man sich impfen lässt, auch bei medizinischen Bedenken, die man aufräumen kann, aber dass jemand sich das Recht nimmt. Aber die Art, wie das sozusagen quer durch die Schichten hindurch, und wir können ja nicht immer sagen, das sind die anderen, das sind die Ossis oder so. Und genau das war auch eine sehr wichtige Erfahrung, dass man sich als Mehrheit, die waren wir auch, zulassen muss oder sich damit auseinandersetzen muss, mit Minderheiten oder mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind. Ich meine, die wollten ja auch, sonst hätten sie auch die Uni einfach erlassen können. Und das ging auch quer durch die Politik und quer durch die Bürger. Und ich hatte vielleicht das Glück, dass ich immer in dieser Stadt, weil ich in vielen anderen Projekten war, wirklich offenbar den Ruf hatte, nicht offenbar immer zu verhandeln. Das habe ich auch in Göttingen gemacht. Da waren alle in politischer Gegenposition. Jemand aus der Studentenbewegung promoviert und fängt hier an. Ja, die Hochschullehrer, die Alten waren entsetzt. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Aber das ist ein wichtiger Punkt, ob man im Leben auch als Studierender wirklich eine Herausforderung bekommt, zum Beispiel um seine Meinung, um das Glück. Und ich habe das bis heute, ich habe ja vor kurzem diese Bremer Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft bekommen. Das hat mich nicht als Promi, sondern das hat mich zutiefst gerührt, weil ich dieser Stadt, nicht der Wissenschaft, aber dieser Stadt dankbar ist, dass ich eine lange Zeit hatte, viele meiner Projekte sind wieder abgeschafft worden, weil andere Schwerpunkte kommen. Aber ich bin dieser Stadt, so wie Sie das gerade sehr schön gesagt haben, ich bin dieser Stadt dankbar, dass sie mir überhaupt diese Möglichkeit gegeben hat, zu studieren, also die anderen Städte, und dann sozusagen hier diese Aufgabe zu wählen. Es gibt eine andere Fläche, wo Studenten heute noch kämpfen müssen. Das ist nicht zum Beispiel, ich sage mal, diese MeToo-Bewegung, das ist etwas, was für die Universitäten sehr wichtig wäre. Das gehört mehr noch zu den alten Kontexten, also die Abhängigkeiten der Studenten von Hochschullehrern. Das war ja ein wichtiger Punkt, den wir abschaffen wollten. Auch zum Beispiel, dass nicht jemand sozusagen nur von der Doktormutter oder dem Doktorvater, sondern dass es da einen Promotionsausschuss gibt, der, wenn da eine Studentin oder ein Student in Ungnade fällt, dann ist ja bei der Promotion die Not in den Prüfungen, nicht? Also jetzt sage ich mal die Plagiatprüfung, das war natürlich mehr, dass ich habe wahrscheinlich Glück gehabt. Ich hätte das nie so kontrollieren können. Trotzdem habe ich mir den einen oder anderen rausgefischt und gesagt, also im Seminar habe ich nie so eine Arbeit von dir gelesen, das ist hier toll, aber wollen wir mal darüber diskutieren, wo du das abgeschrieben hast. Und ich würde, das ist für mich ein Bremer Prinzip, nicht rausschmeißen, sondern sagen, pass mal auf, das gibst du mir jetzt mal, das zerreißen wir hier, du kannst was, du hast ja was gelernt und wenn du eine 4 schreibst, das kann auch sein, aber hol dir nicht den Glanz aus diesen Mitteln. Sich darum mehr zu kümmern zum Beispiel, auch die Zensurengebung war ja übrigens ein unseres großen Thema. Und bis heute weiß ich, dass es eine gerechte Zensurengebung nicht gibt. Es ist schwer. Du kannst das nach wissenschaftlichen Kriterien machen, aber du hast da jemanden, ich will ein Beispiel nennen. Ich hatte es kam ein Student, der eigentlich nicht richtig weitergekommen war, schon überaltert war. Ich meine, sonst wäre der mit Numerus Clausus oder so rausgefallen. Und der wollte eine Diplomarbeit schreiben. Und ich dachte, wie will der denn das machen? Also ich hatte den nicht in Erinnerung, das Studium eigentlich seine. Und im Gespräch sagt er mir, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen in mir.
ich bin todkrank. Ich werde maximal noch 1 oder 2 Jahre haben. Und mit meiner Frau habe ich beschlossen, ich möchte diesen Wunsch, den ich mal hatte und wo ich mir was nicht zugetraut hatte oder das Geld ging aus, das waren so immer Einzelbeispiele. Aber das ist das, was ich nach wie vor als Stimme in der Wissenschaft, das Interesse auch der Lehrenden an den Studierenden, aber auch das Interesse der Studenten an den Lehrenden. Und dazu ein Beispiel, das ist so ähnlich wie das mit dem Flugblatt. Ich war natürlich der Meinung, also um 8:45 fängt die Vorlesung an und ich kontrolliere nicht und mache die Tür zu. Das war so ein Ergebnis der Freiheit. Und dann ich habe ein Jahr gebraucht, ich mutig genug war, auch den Studenten gegenüber zu sagen, so nicht. Entweder ihr entschließt euch zur Vorlesung zu kommen und dann seid ihr um 8:45 hier und kommt nicht um 10:45, kurz vor Ende, mit einem Kaffeebecher rein und so weiter. Aber ich werde trotzdem keine Anwesenheitslisten machen. Das waren so Dinge, Infrastruktur, also intellektuelle Infrastruktur. Wie kriegt man das hin? Und das war immer aushandeln. Und das bleibt es auch. Also heute ist das geregelt und klar. Und ich kam aus einem Studium, wenn man 2-mal im Oberseminar gefehlt hat, auch mit Begründung, dann war es aus. Dann hattest du dein Oberseminar, was du aber zur Promotion brauchtest. Jana, wie ist für dich das Bremen, also das Studium in Bremen? Ist das, wie ist das geprägt und was hat dich dazu gebracht, hier in Bremen zu studieren? Also wie ich schon gesagt habe, ich bin in Bremen geboren. Das heißt, für mich war natürlich der erste Blick erstmal in Richtung Uni Bremen, weil wir haben einfach eine tolle Universität in der Stadt. Es ist dicht, da wo ich gewohnt habe und ich schaue mir das Programm einmal an. Dann habe ich mir noch andere Städte angeguckt und am Ende mich aber für Bremen entschieden, weil mir das Programm am besten gefallen hat. Ich habe im Bachelor Lehramt studiert, Englisch und Deutsch. Mhm. Und jetzt im Master studiere ich noch Englisch, nur noch Englisch. Und genau, ich habe mich einfach für Bremen entschieden, da ich die Stadt sehr, sehr gerne mag und einfach auch toll finde, wie die Universität mit der Stadt verbunden ist, heutzutage über verschiedenste Projekte oder Veranstaltungen und immer mal wieder, dass man auch mal aus dem Vorlesungssaal rauskommt, dass man in der Stadt was machen kann oder dass es Veranstaltungen gibt, die das beides sozusagen verbindet, dass man auch Praxiserfahrung bekommt durch Praktika oder was auch immer für Veranstaltungen. Das heißt, man sitzt nicht den ganzen Tag nur auf der Bank und hat seine Vorlesungen, sondern man darf auch mal raus, man darf auch mal ein bisschen erleben und man darf die Praxis direkt einmal auch sehen. Und gerade das Lehramtsstudium in Bremen ist, ich würde einfach sagen, praxisorientierter als viele andere Universitäten, ist so das, was ich so vom Gefühl von Freunden und so weiter mitbekommen habe, dass da doch Praktika sehr, sehr weit vorne stehen, dass im Bachelor direkt schon 3 gemacht werden, dass im Master später noch mehr dazu kommt, dass man auch wirklich in die Schule geht, dass man die Theorie, die man mitbekommt in der Uni, in der Schule, dass man in der Schule schauen kann, was kann ich anwenden? Was kann ich hier mitnehmen? Wie kann ich das verbinden, was ich gelernt habe, mit dem, was ich dort in der Schule lerne? Weil Praxis und Theorie ist ja oft schön in Kombi gesagt, aber wenn man es dann wirklich umgesetzt sieht, ist es dann schwierig, miteinander zu verbinden. Das heißt, ich habe das Gefühl, für das Studium, was ich im Bachelor gemacht habe, hat das für Bremen sehr gut für mich funktioniert. Und wie Sie eben auch so schön erwähnt haben, Sie haben natürlich auch sehr diese Verbindung zu den Studierenden bekommen. Und das ist etwas, was mir auch grundsätzlich im Studium immer sehr wichtig war, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte auch immer auf die Dozierenden zugehen, Fragen stellen oder Sachen, die ich nicht verstanden habe, konnte ich nochmal nachfragen. Das heißt, dass dieser Austausch einfach zwischen den Lehrenden, zwischen den Studierenden funktioniert, dass der da ist, dass der da sein darf, dass es nicht zu elitär ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass es ein offener Raum, in dem ich Fragen stellen darf, weil ich bin am Ende, als Studentin bin ich da, um zu lernen und um etwas mitzunehmen. Und die Dozierenden haben natürlich ganz andere Erfahrungen, weil sie viele Kurse schon gegeben haben, an verschiedensten Universitäten unterrichtet haben. Und davon kann ich lernen, aber nur, wenn ich auch das Gefühl habe, denen ist auch wichtig, dass ich was mitnehme. Denen ist auch wichtig, was die Studierenden zu sagen haben, was wir beizutragen haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben in Praktika zum Beispiel. Das heißt, dass dieser Austausch passiert zwischen, was können die Dozierenden durch Erfahrung bieten und was können die Studierenden schon mitbringen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das haben Sie ja eben auch sehr schön berichtet eigentlich, dass Ihnen das sehr wichtig auch war, dass es dieses Gespräch gab. Und in dem, was Sie jetzt ausgeführt haben,
kann ich direkt sagen, das ist das, was mich heute eigentlich nach wie vor stolz macht. Ich bin gerne sozusagen angenommene Bremerin und so weiter und habe mit all den Enttäuschungen, die ich persönlich erlebt habe, also erst wurde mein Studiengang Sozialpädagogik genau bei meiner Pensionierung abgeschafft, aber ich wusste auch, vielleicht ist bei uns die Luft raus und jetzt nimmt die Fachhochschule ihn auf und das finde ich toll, weil das eine Vernetzung des Hochschulsystems ist. Dann habe ich nach meiner Pensionierung Palliativ-Care aufgebaut, weil ich dachte, das ist eine, das wurde am Ende von der Uni auch sozusagen einer anderen Priorität. Dafür haben wir die Pflegeschule, jetzt baut es auch wieder die Hochschule auf. Und das, was Sie gesagt haben, ist genau mein Gefühl, dass diese Universität, und ich habe erstmal von diesen Anfängen ins Ungewisse, ins Nichtgeplante, aber mit hohen Ansprüchen, die Bremen, die sich ja die Universität auch abgespart hat, muss man sagen, Bremen war ja also auch erstmal ein armes Land, das zu machen. Und später bei der Frage, kriegen wir eine medizinische Fakultät oder nicht, hat das nochmal eine Rolle gespielt. Aber ich sehe auch, gerade in dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, eine sehr schöne Kontinuität mit all den Brüchen, die, wenn man was Neues macht und wenn man also der Geschichte folgt, ich meine, die Naturwissenschaften mit diesem Schwerpunkt Meeresbiologie, mit der Tatsache, dass das Haus der Wissenschaft in der Stadt gemacht wurde, dass auch einige oder so in den Wohlfahrtsverbänden oder wo auch mitmachen, ehrenamtlich oder wie auch immer. Aber es gibt einen roten Faden und der ist zum Beispiel, das Engagement ist heute vielleicht anders, zum Beispiel setzen die Studenten nicht so sehr auf den Aster, das ist aber überall so, die Parteien, weil die Mitwirkung da, auch mit den Streitereien, ist für manche nicht der Weg. Aber es gibt unglaublich kleine Kollegien, also mit Praktika, mit Hochschullehrern, die sich da engagieren, sodass diese offene Kommunikation und eine tolerantere, liberale Haltung, ich spreche das nicht allen Universitäten ab, wäre ja Quatsch, aber diese Universität Bremen hat einen interessanten Fokus im Norden gesetzt und das Projektstudium ist ja jetzt auch wieder in anderen Universitäten. Und dieses Klima, ich ärgere mich immer, wenn die erste Generation, die Wilden oder wir, die wir alles falsch gemacht haben, und dann gibt es einen Knick, es hat einen Knick gegeben. Aber jeder Anfang hat eine Mitte und ein Ende, wenn ich das mal sagen darf. Das ist wie bei der Salami, die hat dann vielleicht zwei. Aber wir sollten mit den Fehlern, mit den natürlich Ober, aber diese Neugier, dieser Impetus, dass Bremen auch etwas und in manchen Fächern großartig, also die Politikwissenschaften haben sich enorm entwickelt, hat vorher gar keiner geglaubt oder so. Und in den Naturwissenschaften gibt es diese Elfenbeintürme nicht mehr, sondern viele Sachen, die in die Stadt und in die Region lagen. Also ich habe so das Gefühl, ein Universitätsleben, und da ich mit vielen Studenten heute noch Kontakt habe, egal wo die sind und so weiter, dann merke ich, die Arbeit hat sich gelohnt. Also sowohl, weil viele sagen, du hast in der Wissenschaft auch schwierige Themen angegriffen. Du hast dich auch politisch engagiert. Wenn Armut da ist, dann sage ich das auch als Wissenschaftler. Und da sage ich, ich kann das auch mit drei Büchern noch beweisen. Aber eigentlich sehen Sie das, dass diese alleinerziehende Mutter sich in den Pandemiezeiten für drei erwachsene, halb erwachsene Kinder das Brot nicht mehr leisten kann, weil so ein Junge frisst ein Brot für 4,50 Euro in der Mittagspause weg. Dass man das auch sagen kann, ohne unwissenschaftlich zu sein. Und das haben Sie gerade geschildert. Also ich würde jetzt sozusagen als Älteste in der Runde hier sagen, ja, das ist schön, auch bei den jungen Studenten oder bei den jetzt neuen Studenten. Ist doch klar, das sind, ich habe bestimmt drei Generationen erlebt. Also ich habe eine Generation vor allen Dingen der Zweitbildung. Das war ja ein Schwerpunkt Bremen, die Nicht-Abiturientenprüfung. Und das waren Leute, die es sich nicht leisten konnten zu studieren, die in den Beruf, gerade in Bremen, also viele Sozialarbeiter oder auch andere, die dann nicht Abitur machen konnten. Und dann hat Bremen damals die Nicht-Abiturienten gemacht und daraus sind die tollsten Leute geworden, weil die hatten schon eine Berufserfahrung, die waren stolz darauf, überhaupt Abitur zu machen und dann auch noch einen Studienplatz zu kriegen. Und das ist etwas, man muss auf das Gesamtprojekt, aber man muss auf diese verschiedenen Abteilungen gucken und zu wissen, Sie kommen als Bremerin, zum Beispiel, Sie kommen gerne
Und damals gab es eben Eltern, die ihren Kindern verboten haben, in Bremen zu studieren, weil sie Angst hatten, die werden jetzt Kommunisten oder aber. Jana, du hast ja auch mit den internationalen Studierenden viel zu tun. Das heißt, du bist ja im International Office engagiert und im JUVE. Hast du da, also was ist da dein Eindruck von den internationalen Studierenden, wenn die hierher kommen von der Uni? So im Vergleich, ich weiß nicht, wie lange es schon so Austausch gibt, Frau Keil, wie lange das schon so ist, dass auch dann, also wenn es anfing, dass Studierende aus den Nachbarländern auch zum Studieren herkommen, keine Ahnung, aber. Also da bin ich auch interessiert. Das war am Anfang nicht denkbar, weil das war zu experimentell. Und Sie müssen ja, wenn Sie so Studienordnung und ausländische Studierende haben, müssen Sie Vergleichbarkeiten schaffen. Und Sie müssen auch von den Hochschullehrern Leute haben, die hatten wir auch. Wir hatten Spezialisten aus Afrika unter den Historikern und so weiter. Insoweit im Forschungsbereich gab es diese Anziehungskraft. Oder Wolfgang Eichwede mit dem Osteuropa-Institut. Ja, da kamen viele aus den Oststaaten und so weiter. Aber als Studienprogramm, das hat aber auch für alle Universitäten länger gedauert, weil dann muss man Vergleichbarkeit haben und muss auch eine spezielle Fächerattraktivität haben. Ne? Und die Bremer Uni unterscheidet sich natürlich von der Hochschule und dann einfach, wenn man das auf nationales Level legt, sozusagen jede Universität in Deutschland unterscheidet sich dann. Wenn man das dann auf internationales Level bringt, da hat man dann unterschiedliche Semesterzeiten, unterschiedliche Programme. Das heißt, da kommen ganz viele neue Herausforderungen dazu, die Auslandsaufenthalte erstmal vielleicht schwierig machen, das erstmal zu organisieren. Das heißt, ich finde es sehr, sehr spannend, dass natürlich, dass es das am Anfang eher noch nicht so gegeben hat, aber die, so wie die Wissenschaft sehr multikulturell, international ist, so sind Studierende natürlich auch aus europäischen Ländern, aus internationalen Ländern interessiert, einfach einen Auslandsaufenthalt zu machen. Das durfte ich auch machen, wo ich sehr dankbar für bin. Ich habe ein Semester in Maynooth in Irland studiert über die Erasmus-Organisation. Das heißt, damit darf man nach Europa, in Europa studieren. Das heißt, verschiedene Universitäten, sind Teil von diesem Erasmus, von dieser Erasmus-Organisation. Gab es zu meiner Zeit auch schon. Genau, und da gibt es dann diese Verträge und Agreements, wo man einfach auch Studienkosten erspart bekommt. Das heißt, aus der Perspektive für Studierende ist das natürlich sehr attraktiv, wenn sowas wie teure Studienkosten wegfallen, aber man trotzdem ein Auslandssemester zum Beispiel in Irland studieren darf oder in England studieren darf. Und ich bekomme jetzt die andere Seite mit, weil ich mich um die nach Bremen kommenden Erasmus-Studierenden kümmere. Ja, das ist spannend, ja. Um die ganzen Dokumente, um die Papiere sozusagen, also alles von Nominierung bis sie dann wirklich hierher nach Bremen kommen, das liegt so ein bisschen in meiner Verantwortung mit, natürlich mit meinen Kolleginnen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich bekomme dann ganz bisschen in Kontakt auch mit, erstmal nur rein über E-Mail und was man in Bremen machen kann, wie das mit den Studiengängen aussieht. Wo die Studiengänge auch kompatibel sind. Oft werden Studierende oder eigentlich werden Studierende für einen gewissen Fachbereich nominiert. Und da muss man dann koordinieren, wenn das zum Beispiel dann doch nicht ganz Politikwissenschaften ist, weil an einer italienischen Universität hat man dann Politikwissenschaften und Geschichte vielleicht zusammen. Das heißt, wir versuchen hier dann zu koordinieren, wie passt das für Bremen? Wie passt das Studium von dem Studierenden, der dann vielleicht aus Italien kommt, zu Bremen? Wie kann der Studierende hier das meiste mitnehmen für sich, für seine Studien, aber auch einfach Studiengänge oder vielleicht auch ein paar Kurse wählen, worauf er einfach Lust hat, wo er in Italien vielleicht nicht die Chance hat zum Beispiel. Ich finde das sehr spannend zu sehen, wo da die Freiheiten sind, wo man dann wählen kann, worauf man Lust hat, was ganz anders ist zum Beispiel, oder einfach auch Kurse auf anderen Sprachen, zum Beispiel dann, wenn er aus Italien kommt und meist nur auf Italienisch oder Englisch hat und hier Kurse auf Deutsch besuchen darf. Das ist für so einen Studierenden natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe immer sehr, sehr, sehr Positives über die Stadt Bremen gehört von den Studierenden. Ich habe eigentlich gar keine negativen Kommentare je über die Stadt Bremen bekommen. Die Studierenden schätzen sehr, wie dicht alles aneinander ist, wie die Stadt und die Universität natürlich die Verbindung geschaffen haben. Egal, ob es Infrastruktur ist, ob es Veranstaltungen sind, ob es irgendwelche Events sind. Die Studierenden finden Bremen sehr attraktiv, da das Angebot sehr groß ist. Es gibt viele Studiengänge. Es sind auch sehr, gerade der Lehramtsstudiengang ist immer noch sehr, sehr groß gefächert und ist auch sehr integriert in verschiedenste Fachbereiche durch die Didaktiken, die Praktika.
Und das scheint ein sehr sehr spezielles Angebot auch für Studierende zu sein, die aus dem Ausland kommen und die Bremen einfach auch für die Stadt schätzen, die die Universität für die Universität schätzen. Und eine Campus-Universität ist dann doch was anderes, als wenn man verschiedene Standpunkte in der Stadt hat. Und und das finden sie dann einfach sehr attraktiv. Und es ist spannend zu sehen, was sie Neues entdecken. Weil dadurch, dass ich aus Bremen komme und mich ein bisschen auskenne, ist es dann schön zu sehen, was die Studierenden so entdecken, was die sie für sich an der Universität entdecken, was die auch schätzen, ob das jemand ist, der eher digital studiert oder dann doch nochmal in die Bibliothek geht, was das auch für ein Studienstil ist. Und ich komme sehr, sehr gerne ins Gespräch mit den Studierenden, einfach um zu fragen, so, was sind denn die Unterschiede dazu? Wie nimmst du Bremen Studium wahr? Oder was ist einfach anders? Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann auch auf internationaler Ebene Lehre funktioniert, Wissenschaft funktioniert. Und das fängt bei ganz simplen Sachen wirklich an, wie wir haben ganz andere Semesterzeiten als die UK zum Beispiel. Wir in Deutschland oder in Bremen sind sehr spät dran, zum Beispiel andere Universitäten sind früher dran. Und wir haben vielleicht ein Semester von 14 Wochen und andere Universitäten sind länger oder kürzer oder haben drei. Und diese strukturellen Unterschiede finde ich sehr spannend bei den Studierenden zu beobachten, wie sie die aufnehmen, ob positiv oder negativ oder einfach, ob es eine Erweiterung für ihr Studium und für sie selbst auch ist, weil Uni ist auch ein Ort, um zu wachsen. Für mich war es auf jeden Fall so. Ich bin an mir sehr gewachsen durchs Studieren und ich habe sehr, sehr, sehr viel Neues mitbekommen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, sind Gedankengänge, sind einfach die Motivation, selbst zu denken, sich selbst Dinge zu überlegen, sich ins Gespräch zu kommen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, Frau Keil, dass es eine Offenheit gibt und den Raum für Gespräche. Das heißt, heutzutage ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass, nicht nur heutzutage, aber mir ist sehr wichtig, dass man offen an ein Gespräch rangeht, auch wenn es schwierige Themen sind, sodass man zumindest irgendwie einen Weg finden kann, wie man kommuniziert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, egal ob es jetzt mit einer Uni-Gründung zu tun hat oder es gibt einen internationalen Austausch. Die Kommunikation ist das Wichtigste, so dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg schafft, Herausforderungen zu umgehen oder zu schauen, wie können wir daran wachsen, wie können wir das auch mit integrieren. Jetzt mal ein bisschen weniger ideologisch, sondern eher lokal orientiert. Die Uni Bremen war 1971 sehr übersichtlich, drei Gebäude, NW1, GW1 und GW2. Der Campus ist heute ein bisschen größer. Frau Keil, erste Frage an Sie. Was ist für Sie so der wichtigste Ort der Universität Bremen? Was ist das Herz der Uni für Sie? Naja, das ist schon, also wenn ich jetzt zurückschaue, dann kann ich dem erstmal folgen. Also warum ist Bremen für mich attraktiv? Obwohl ich immer gesagt habe, Hamburg, wo ich studiert habe, ist meine Lieblingsstadt. Aber wir sagen ja immer, Bremen ist ein großes Dorf. Und die Universität hat auch was Dörfliches erhalten. Das ist so, wie da gebaut wird. Und so wie sozusagen auch wirklich physisch sichtbar, als diese drei Gebäude da waren, also als ich anfing, war alles andere Wiesen und Felder oder weiß der Teufel was. Da waren dann immer schon die Planungen drin. Das Herzstück ist, glaube ich, in Bremen ein buntes Herz. Weil ich würde jetzt nicht sagen, weil es in der Mitte liegt, das MZH, also das mehr zentrales Verfügungsgebäude. Da habe ich lange drin gearbeitet, in so Zellen. Also wenn man sich die Büros angesehen hat, da würde viele Kollegen später aus anderen gesagt, da würde ich ja nie gehen. Und da saß dann noch der Assistent. Und wenn zwei Leute in die Sprechstunde waren, dann musstest du schon gucken, dass du Fenster und Tür aufmachst, dass überhaupt noch was. Also ich glaube, das Herzstück oder die Universität ist einerseits so klein, dass es ein Herz ist. Also auch diese Trennung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ich habe dann die letzten Jahre in der Grazer Straße, das heißt, die Universität hat ja dann Gebäude dazu gemietet, aber die waren dann schon, da war dann eine Arztpraxis oder sonst was drin. Und was ich jetzt finde, ist, dass das Herz in diesen Gebäuden schlägt. Also ich würde das nicht an eine Stelle. Also es gibt keine Kirche, keine wissenschaftliche, ideologische Kirche, wo das wäre. Ich finde wichtig, dass der Bereich der Mensa sehr, sehr gut gestaltet worden ist.
Der Boulevard war irgendwie ein Missgeschick erstmal. Nicht, wir hatten lange einen Boulevard, aber keinen, der da ging. Das hat sich jetzt auch ein Stück geändert. Aber ich finde vor allen Dingen, oder ich sage mal, mein Herz schlägt ja immer noch sehr für diese Uni. Und weil ich meine, wenn man 40 Jahre irgendwo gearbeitet hat und in Verbindung steht, was soll es denn sonst sein? So wie für viele Leute AG Weser und so weiter. Viele Leute im Rentenalter gehen da vorbei und wissen noch genau, wo der Ofen stand, bevor es dann alles, die ganzen Werft sich zerfledderte. Also die Frage beantworte ich so, das ist ein ziemlich buntes Herz, was diese Uni darstellt. Und vor allen Dingen die Integration der praktischen Forschung, also angefangen vom Fallturm über die einzelnen Forschungsinstitute, die es gibt. Das heißt, die Wirtschaft und die Praxis ist da auch mit eingezogen. Und das macht einen wichtigen Punkt aus. Und das war jetzt nicht so überraschend, sage ich mal, dass die Universität sich in ihrer geistigen Herzensidentität getroffen fühlte, sondern das ging weiter. Und übrigens ein wichtiger Integrationsfaktor ist das Haus am Walde. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo es das alles überhaupt nicht gab, mal irgendwo hinzugehen. Ich will jetzt nicht Reklame machen, ich finde die immer noch gut. Aber das war so eine Brücke, dass immer mehr Bürger, die da jetzt und der Unisee natürlich, also das hat praktisch den Campus in die Stadt reingezogen. Man kann sagen, die Campusgrenze läuft jetzt eigentlich nördlich, so Richtung Lilienthal oder so. Dieses bunte Leben, und deshalb finde ich jetzt auch Aldi oder wer da immer jetzt seine Sachen verkauft, die kleinen Läden haben das alle nicht geschafft. Und in der Flüchtlingskrise, muss ich sagen, war ich besonders auch stolz oder fand es einfach wichtig, dass eines der großen Zelte da auf dem Gelände stand. Und wo wir Uni, also bin da oft hingefahren, habe da Klamotten hingebracht oder was auch immer. Also auch in dieser Weise war die Uni daran sozusagen nicht irgendwo und nicht, weil das ein Campus ist, da können wir die Leute auch hintun. Und ich habe gemerkt, wie die jungen Flüchtlinge vor allen Dingen, die da waren, also Spaziergänge durch die Uni gemacht hatten, als hätten sie da einen Studienplatz. Das war so wichtig, also an einem Ort zu sein, wo ja von vielen dieser Flüchtlinge, die, gerade die Syrer oder andere, die kommen ja auch, manche waren schon Studenten und hatten plötzlich so ein kleines Stückchen Heimat in dieser Uni mit ihrer, also ohne, dass wir das nur alles schönreden, da gibt es auch anderes, aber das war so ein Punkt, ja, der mich beantworten lässt. Es gibt nicht ein Herz, sondern diese Uni ist zum Glück wie diese Stadt. Die ist ja doch so übersichtlich und nicht klein oder nur prüde, sondern wir haben Ähnliches, wie ich in New York erlebt habe. Da habe ich eine Zeit in der Obdachlosenarbeit, um zum Beispiel mal zu sehen, wie sieht Obdachlosigkeit eigentlich in der Großstadt aus? Und wie sieht das hier in Bremen aus? Und wie sieht das auf dem Dorf aus? Und wo versteckt man das? Das sind ja zum Glück von meinem Wissenschaftsbereich immer Themen, die mich auch sehr interessieren. Und da New York, Manhattan könnte man gar nicht aushalten. Es gibt keiner, der sagt, ich bin Manhattaner, sondern ich bin eben Southwest oder ich bin Virginia oder weiß der Teufel, wie die einzelnen Stadtteile heißen. Und insoweit, das macht mir sehr viel Eindruck. Es gibt ja im Ausland schon auch Universitäten, die eher in kleinen Städten sind. Aber für Ausländer ist also auch das Kulturangebot, und Bremen hat ja auch in der Kultur ein offenes Spektrum. Also die kleine, ich meine, worauf diese Stadt ja immer stolz ist, dass wir eine sozial unheimlich mobile Szene haben. Und die ist sehr stark von der Uni, auch die nicht da waren, aber die dann hier Musik machen und vielleicht mal Musik studiert haben oder Kunst, die keinen festen Job gehabt haben, sondern Honorarjobs. Das ist ja sozusagen schon das Schicksal auch der Generation, die ich ausgebildet habe, die nun gerade in die große Phase der akademischen Arbeitslosigkeit rausging. Das war schon für mich tolle Leute und die einfach als Lehrer, als Sozialarbeiter, die Gesellschaft wollte sich das noch nicht leisten. Und jetzt wären sie froh, wenn sie mehr
Sozialarbeiter haben oder Pädagogen mit sozialer Ausbildung, die in der Lage sind, für diese Kids was zu tun und für die Jugendarbeit oder weiß der Teufel was. Also von daher, ja. Ein buntes Herz. Ein sehr buntes. Aber Sie haben Gebäude erwähnt, die ich aus meiner Studienzeit an der Uni Bremen, ich habe im Jahrgang 97 angefangen, auch sehr, sehr prägend war. Ich bin im Fachbereich 3 in meinem Studium begonnen. Das Herz des Fachbereichs 3 ist das MZH und das verlässt man in der Regel als FB3ler eigentlich so gut wie gar nicht, außer man möchte mittags zum Essen gehen. Die Mensa, deshalb liegt die Mensa auch gut. Ja, aber die, in für der die Zeit Grazer war sie gerade abgebrannt, war sie gerade zu der Zeit. Das heißt, 97, im Juni 97 ist die Mensa abgebrannt. Ein großes Feuer gab es dort. Und das Erste, was gemacht worden ist, damit die Studierenden auch Nahrung zu sich nehmen können, ist nämlich ein Zelt wurde aufgebaut. Am Ende des Boulevards wurde das Zelt aufgebaut und das war für mich damals so das Herz, weil man dort andere Studierende aus anderen Fachbereichen kennengelernt hat, hat man sich halt im Mensa-Zelt oder eben bei den Buden drumherum getroffen, weil es eben sonst nichts anderes gab als Treffpunkt. Jana, für dich gibt es jetzt wieder eine funktionierende Mensa, die auch mehrmals ausgezeichnet worden ist als eine der besten Mensa-Küchen Deutschlands. Also ich glaube, mein Herz der Universität Bremen verschiebt sich so ein ganz bisschen zu deinem. Ich glaube, es ist die Mensa, es ist der Boulevard, es ist die Bibliothek, es ist, glaube ich, einfach der Boulevard hauptsächlich für mich, weil das so ganz viele verschiedene Orte miteinander verbindet. Das ist da, wo man Freunden mal eben über den Weg läuft, da, wo man Freunde trifft, wenn man zur Vorlesung läuft, wo man zusammen in die Mensa geht, wo man Mensen geht sozusagen, wie wir sagen, oder man trifft sich für die Bibliothek zum Lernen. Das heißt, es ist für mich mit Fachbereich 10 und Englisch und für andere verschiedene Fachbereiche auch irgendwie die Mitte von der Universität und auch vom universitären Leben dann nach der Vorlesung, vor der Vorlesung. Genau, wo man einfach ins Gespräch kommt, wo man Dozierenden mal eben Hallo sagt, wo man eigentlich, wo die Busse ankommen, wo die Bahnen ankommen, wo das Leben der Uni irgendwie startet morgens mit einem Kaffee und dann geht's los zur Vorlesung oder zum Seminar und dann geht's zum Mittagessen und dann geht's später mit dem Bus, Bahn oder Fahrrad nach Hause, wieder auch von da. Deswegen würde ich sagen, für mich ist der Boulevard tatsächlich heute das Herz der Universität Bremen. Also von der Keksdose bis zur Mensa sozusagen. Genau. Ja, aber das, wie gesagt, als wir anfangen, gab es das natürlich alles gar nicht. Und der Boulevard war, eigentlich gehörte der ja mit, die ursprüngliche Planung war ja, die ganze Architektur mehr offener zu gestalten. Also wir haben ja wirklich ganz bewusst auch auf große Hochschullehrerzimmer, nicht wo man eine Couch hatte und wo Leute sitzen konnte. Wir alle sind fast alle auf 10 Quadratmeter oder 15 runtergegangen. Und es sollte eben gerade im MZA, also in dem Gebäude unten, ein großes Gelände offener, also mit Stellwänden. Das hat sich dann, heute wäre das Homeoffice in anderer Weise, das hat sich dann nicht so durchgesetzt. Also die Architekten haben dann auch sozusagen den Schwung, den sie eigentlich mit dem Boulevard hatten, der war ja für Anfang war der riesig und so eine Betonmeile und dann kam noch dieses Kunstwerk da mit den gestürzten Fahrern. Raum 1400 im MZH. Ja, das ist genau. Okay, also jedenfalls, sobald dann diese Mensa und die dann eben auch durch die gute Qualität dieser Mensa, ne, wo du nicht dann den Teller hinhältst und Nudeln und Tomatensauce auf der Hand hast, sondern auswählen kannst. Okay, das ist ja nun auch eine Entwicklung, die heutige Studentengeneration wirklich auch genießen kann. Das muss man schon sagen. Also was da angeboten wird, das ist unvergleichlich mit dem, was es am Anfang war. Aber zum Beispiel auch mal technisch, als ich hierher kam, da gab es keine Antwortbeate. Es gab noch keine Computer. Es gab keine Mail. Also ich meine, wir haben noch Examensarbeiten, die wurden abgenudelt mit diesen Spritdingern. Und wenn du 20 Seiten abgezogen hast, warst du besoffen. Und der Text war nach einem Jahr verblasst. Wenn man dann zum Examen sagte, hast du den Text noch, weil du den Schein nicht mehr hast? Ja, dann kam der, aber der war, dann konnte man nicht mehr sehen. Oder ich weiß nicht, ob Sie sich noch dran erinnern, das Faxen. Also dann kamst du nach Hause und dann lag in deinem Wohnzimmer, wenn da das Faxgerät war, eine lange Wurst. Und die musste man Seite für Seite schneiden und dann ein schweres Buch drauflegen, dass man es überhaupt lesen konnte. Also für mich ist diese technische Entwicklung, auch was die Kommunikation betrifft, das schnelle mal eine E-Mail schreiben oder das hätte ich mir natürlich, das hatte ich später als Dekanes, da hatte ich aber das Problem,
Die Leute, wenn sie was nicht wollen, sagen sie mal, habe ich nicht gekriegt. Mein Computer ist abgestürzt. Das war dann die neue Ausrede. Nicht ich bin krank, sondern mein Computer ist abgestürzt, wenn die nicht greifbar waren. Aber das ist, also, wenn ich mir das vorlese, obwohl es ja über 40 Jahre sind, aber es kommt mir wie gestern vor. Und ich denke, wie kann denn so ein, auch so eine Kommunikationserweiterung und aber auch den Genuss, das Dasein, wie schön die Bibliothek geworden ist. Ja, also da zu sitzen und seine Examensarbeit zu schreiben, wenn man sich das vornimmt und nicht zu Hause immer zum nächsten Käsebrötchen zu laufen, das ist schon ein toller Komfort. Und er hat trotzdem, das würde ich sagen, die Universität macht immer noch einen bescheidenen Eindruck. Die Gebäude sind schön. Ich finde übrigens, dass die Sparkassengebäude sehr gut da reinpasst. Also obwohl das jetzt high ist, was diese Strukturen, kann man schön finden oder nicht. Aber ich finde, die Universität hat noch diesen gemeinsamen Herzcharakter und die Leute strömen von den verschiedenen Fachbereichen da in die Mensa. Es ist eben auch sehr gut erreichbar, was du am Anfang gesagt hast, durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Also, ja. Gehen Sie heute noch in der Mensa essen? Nee, das ist mir einfach zu weit. Also, aber Sie sind noch in Bremen ansässig, ne? Also, ja. Ich habe eine sehr lange Zeit auf dem Land gewohnt und habe deshalb, so bin ich ein Autofreak. Das ist meine ökologische Flanke. Und so fahre immer noch gern und fürchte den Tag, wo man mir den vielleicht wegnimmt. Aber das wäre für mich jetzt zu zeitaufwendig. Also ich lebe in der Stadt, in Horn, Schwachhausen, da an dem Übergang Radio Bremen früher, ne? Ich meine, bis vor kurzem, als ich meine Lehre da noch machte, bin ich da natürlich schon hingefahren. Jetzt kann ich nicht mehr Fahrrad fahren, dann ist das zu weit. Aber wenn ich auch Treffen in der Uni mache, immer in der Mensa. Was sind die anderen Lieblingsorte, wo Sie gerne in Bremen sind? Also ich bin eigentlich, also altersgemäß habe ich jetzt die Parks entdeckt. Also der Rhododendron-Park und der Bürgerpark finde ich einfach. Und ich bin viel gereist, in Projekten auch. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich liebe diese, also früher war das eher Ostertor, weil da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt, aber das ist auch schon 40 Jahre her. Aber ich finde auch, dass die kleinen Cafés in der Stadt, also diese Veränderung der Innenstadt ist schon sehr notwendig und dass es auch mehr Kultur hat. Aber ich bummle immer noch, wenn ich mal bummle, gerne durchs Ostertor und gehe einfach, ja, die Glocke ist so ein Stückchen Lieblingsplatz, die Konzerte dort und ja, also ich mag überall und habe mir jetzt übrigens vorgenommen, Bremen. Ich hatte jetzt gesundheitlich eine schwierige Phase, aber ich habe mir ein Reiseprojekt vorgenommen. Und das heißt, ich möchte jetzt in der Winterzeit oder überhaupt, wenn das mit der Pandemie ein bisschen besser ist, weg sein wird das ja nicht, habe ich mir vorgenommen, alle Straßenbahnen einmal bis zur Endstation zu fahren. Ein Klassiker, in den Reiseaktivitäten, das habe ich auch schon in anderen Städten gemacht. Ich bin nun viel in Projekten gereist, also Burma und Vietnam und weiß der Teufel wo. Und ich habe mir auf meinem Computer einen neuen Ordner eingestellt und der heißt Dein neuer Kontinent. Und der heißt Wattenmeer, die nordfriesischen und ostfriesischen Inseln und die Stadt Bremen und umzu. Da bin ich die nächsten 3 Jahre oder solange ich noch lebe beschäftigt. Und was ich da entdeckte und was ich alles nicht kannte, ist schon ungeheuer. Also das Herz sozusagen der Universität kann man ja wie so einen Flickenteppich beschreiben und so ähnlich ist die Herzstadt Bremen. Sie hat so viele Ecken, dass ich verstehe, manche, dass die nie aus der Neustadt rauskommen. Also ich kenne ja noch die Zeit, wo Neustadt eher so ein Absteigequartier war und so weiter und heute ist das ein Szeneviertel und das Ostertor sackt etwas ab. Und ich habe ja in Osterholz-de-Neever nach meiner Pensionierung eine Suppenküche gegründet. Und das ist dann in Teneva. Und jetzt habe ich natürlich Teneva auch ganz anders kennengelernt. Das ist also auch gerade in mancher Sachen sogar ein Vorzeige-Stadtteil, zum Beispiel für Jugendliche und Kinder. Genau, also das Mütterzentrum ist dort. Und ich bin da im FGT und
habe eben also für Migranten, aber und die sponsere ich, da habe ich also kein Projekt, was bezahlt werden muss und wo ich dann immer Anträge stellen muss, sondern das habe ich von meinen Vorträgen und jetzt fallen die weg, da muss ich ein bisschen mehr sammeln bei den Freunden. Aber das ist einfach, und das ist eben eher kommunikativ. Also unsere Migrantinnen, die kochen wahnsinnig gut und gern. Und ich mache das so, dann haben wir mittags von 12 bis 2, essen wir schön zusammen und die machen dann auch. Und ich zahle das und die, die kochen, kriegen so einen Zehner. Und danach mache ich als Dessert ein 1,5-Stunden-Gespräch für Probleme oder Fragen. Und das mache ich jetzt im Moment auch, habe ich gestern gemacht. Jetzt können wir keine Suppe machen. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir das ein bisschen umstrukturieren. Weil das Wichtige ist, sozusagen, natürlich jetzt in der Pandemie habe ich statt Suppen, haben wir auch Lebensmittel verteilt. Weil ich weiß, so ein Beutel mal mit Kaffee und Schokolade, nicht nur mit Mehl und so, das ist eben einfach ein Glück. Und dieser Stadtteil hat aber auch, das ist vielleicht so etwas, was Ihnen als Bremerin auch einfällt. Es gibt ja immer Menschen in dieser Stadt. Und in Osterholz-Neva war das Barlo Baloschki. Der war der Quartiermeister und der hat über und so, das ist ein richtiger Linker, aber alle mögen ihn, weil er was macht. Und auch in der Politik. Und der hat über das Projekt Win-Win, hat er zum Beispiel für die Stadt einen Antrag gestellt und hat Geld gekriegt, glaube ich 40.000, 50.000. Und davon hat er in den Hochhäusern Korridortouren eingebracht. Also diese großen Hochhäuser haben jetzt Korridoren, das heißt, und sie haben unten einen Concierge, arbeitslose Rentner, da können Pakete abgegeben werden, da kann der Kinderwagen hingestellt werden und der Vandalismus war weg, weil die Leute haben dann zu 6 Teilnehmern eine Tür und wenn da eine Tür hat, dann am nächsten Tag steht da ein Tischchen mit Blumen oder Deckchen, Türken, was immer sie da machen. Das heißt, der hat diesen Stadtteil wirklich sozusagen auch, und das andere ist die Kulturambulanz in Bremen-Ost. Also nicht nur, dass da sehr viele, sondern dass da eben ein Kulturzentrum ist, weil Teneva hat kein Gemeinschaftshaus, also kein Bürgerhaus. Ja. So. Und das haben sie eben verteilt. Also insoweit haben diese Stadtteile auch jeweils ihren Charme. Also die Neustadt, da bin ich jetzt auch öfter mal da im Butenlohr, natürlich auch in dem Theater da. Aber da sind so wunderschöne kleine Cafés entstanden von Frauen, die sich da selbstständig gemacht haben. Also in jedem Stadtteil gibt es einen Reiz und der andere liegt, weil ich ja viel in der alten Arbeit mache, die Bremer Heimstiftung. Die hat in jedem Stadtteil ein Stiftungswort und wenn wir im Beirat reden, dann immer noch mal, was ist das Spezielle an diesem oder an jenem. Wo gehen die ganz Feinen hin aus Oberneuland? Die werden jetzt nicht nach Gröpeling ins Altenheim gehen, aber deshalb muss Gröpeling nicht runterkommen, sondern dann hat man eben andere Strukturen. Und das sind, glaube ich, auch kulturelle Anregungen, die aus den Bereichen der Universität kommen. Diana, wie siehst du das? Wo pulsiert das Studentenleben? Wir können da, glaube ich, nicht mehr so viel von berichten. Ich habe woanders studiert, deswegen. Also erstmal kann ich sehr gut verstehen, was Sie beschreiben, weil ich bin in Osterholz aufgewachsen. Das heißt, da habe ich natürlich auch ein bisschen was mitbekommen und bin auf der Grenze zwischen Osterholz und Teneva zur Schule gegangen. Das heißt, die Kulturambulanz kenne ich natürlich auch und wie die sich aufgebaut hat. Und genau, und dann bin ich studieren gegangen und bin in einem ganz anderen Gebiet sozusagen gelandet. Dann auf einmal in Hornlehe und Stadtteil, die ich vorher bis auf das Universum, weil ich da mal war, als ich klein war, gar nicht so richtig kannte. Und genau, und die Studierenden heute, ich glaube, wenn ich das jetzt so repräsentativ sagen darf, ich glaube, die finden sich oft im Viertel, weil da einfach sehr viele kleine Bars, sehr viele kleine Restaurants sich finden und da einfach auch wahnsinnig viele verschiedene Kulturen zusammenkommen und Menschen zusammenkommen, alle Altersklassen und genau, da wird dann einfach gerne gefeiert und man probiert mal was Neues aus. Ja, was Neues sozusagen Kulinarisches aus oder man probiert eine neue Bar aus und dadurch, dass das so klein und überschaulich ist, kann man auch immer mal was Neues testen und was Neues für sich entdecken und für seine Freunde und da gehen die Erasmus-Studierenden natürlich auch, die bekommen dann ihre Tipps an die Hand, wo sie mal reinschauen können, wo es gutes Essen gibt oder wo es das beste Bier gibt oder wie auch immer. Das heißt, das Viertel ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte, weil immer viel los ist, immer viel nett, nette Gespräche, gutes Essen, gutes Bier oder gute Getränke. Und ich schätze, wie Sie, Frau Keil, auch sehr die Parks von Bremen. Ich finde sehr, sehr schön, dass
Bremen einfach eine Stadt ist, die auch sehr naturverbunden ist, dass es einfach diese Möglichkeit noch gibt, mal nur mit einer Picknickdecke in den Park, man nimmt seine Unilesesachen mit und dann setzt man sich da mal hin und dann verbringt man da einfach mal ein bisschen in Stille und einfach in Ruhe auch mal einen Nachmittag und kommt ein bisschen aus dieser ganzen Stadthektik und aus dem Stress raus. Und genau, der Unisee ist natürlich auch zu Fuß entfernt von dem Vorlesungssaal dann. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön, einfach da kurz die zwei freien Stunden, die man vielleicht für zwischen seinen Vorlesungen hat, zu verbringen und dann wieder zurück in den Vorlesungssaal. Und genau, ich finde, Bremen hat einfach eine schöne Mischung aus, man kann sich mal einen Moment nur für sich nehmen und sich zurückziehen, auch gerade an einem Unitag, und dann aber doch, hey, ab ins Viertel, wir gehen noch was essen. Und also gerade die bei dem, zum Beispiel die Shakespeare Company, die für mich am Anfang war das Neustadt. Also auch wunderbar und eben auch dieses besondere Theater. Und die Brücke in den Bürgerpark jetzt, immer im Sommer Shakespeare im Park. Oder auch etwas, woran ich lange auch Botschafterin war oder so, ist das große Kinderfest des Landesbetriebssportbundes. Seit über 20 Jahren stellt der Bürgerpark die Wiese da praktisch immer neben Mariott zur Verfügung. Und das wissen die Bremer gar nicht. Das ist das größte nicht kommerzielle Kinderfest in ganz Deutschland. Und da kommen an einem Sonntag 60.000 Leute. Oma, Opa, weiß ich was. Und dann bin ich zum Beispiel mit den Migrantinnen, die nicht alleine dahin trauen, habe ich dann in einem Projekt, haben wir einen Bus gemietet. Und dann bin ich mit denen von Teneva, was schon eine Weltreise ist, dahin gefahren. Aber die Sicherheit war, sie kommen mit dem Bus. Und da versammeln wir uns wieder und dann konnten die da, das war so, das sind so kleine Integrationsprojekte. Und für die Rückfahrt hatte die BSAG, dann habe ich gefragt, habt ihr nicht ein paar Freifahrtscheine, und dann habe ich mehr gekriegt, als ich brauchte. Und die haben wir dann im FGT und im Mütterzentrum bereit gehabt für Leute, die mal, weil das können sich ja viele nicht vorstellen, dass man, wenn man mit einer Familie in die Stadt fährt, von dort aus, und das Ticket bezahlt und dann noch ein Eis isst, ja, dann ist schon das Budget aber wirklich zu Ende. Und diese Verbindung auch zwischen Wirtschaft, also auch die Sponsoren, also wir könnten die Kulturambulanz gar nicht machen, wenn wir zum Beispiel jetzt die nächste große Ausstellung, wir haben jetzt diese Gefahr, dass das Museum abgeschafft wird, die haben wir jetzt mit allen Kräften bekämpft, das hat auch geklappt. Aber da gibt es eben dann zum Beispiel schon 150.000 von zwei Stiftern, um diese Ausstellung zu machen. Und zwar gerade in diesem Stadtteil und gerade über Psychiatrie, da ist ja auch das Erinnerungsmal. Diese einzelnen Kultursachen, die es da gibt und so. Aber Ostertor bleibt bei mir Café Engel, ohne das geht's gar nicht. Heute haben wir es sozusagen mit einer Geburtstagsfolge zu tun. Haben Sie beide noch eine Art kleine Glückwunschbotschaft an die Universität Bremen? Dann los. Sehr gerne. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Universität Bremen. 50 Jahre ist eine wahnsinnig große Nummer und alles, alles Gute und ja, weitere für die nächsten 50 Jahre. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich an der Universität Bremen studieren durfte, dass ich daran wachsen durfte, an meinem Studium und an meinen Erfahrungen, die ich da machen durfte. Und ich bin einfach ja, sehr stolz darauf, dass ich studieren konnte. Ich bin ein Arbeiterkind und in der jüngeren Generation die Erste, die studieren darf. Deswegen bin ich einfach wahnsinnig dankbar, Erfahrungen machen zu durften, dass ich die machen durfte und dass die Universität mir beigebracht hat, dass es sehr wichtig ist, seine eigene Meinung aufzubauen und dazu zu stehen, aber auch offen für Diskussionen zu bleiben und ja, und immer mit dem Blick nach vorne und einfach bunt und wild und schön, und das soll auch alles so bleiben. Und ich wünsche der Uni, dass das auch immer so bleibt, dass sie sich weiterentwickelt und dass ganz viele nach mir die gleichen tollen Erfahrungen haben und auch an sich selbst wachsen mit der Universität und mit sich und mit allem und der Stadt Bremen natürlich auch. Also ich gratuliere auch von Herzen und habe dabei natürlich auch so ein bisschen die persönliche Freude daran, dass ich so lange daran mitgewirkt habe und dass für mich die Gestaltungsarbeit dieser Universität, für mich und viele Freunde und Bekannte und vor allen Dingen auch Studierende, die jetzt nicht mehr da sind, etwas mit auf ihren Lebensweg genommen haben, was unbezahlbar ist und was nicht einfach mit einem Studium schon da ist. Und ich wünsche der Universität, ich sehe diese Entwicklung vom Campus zum Quartier. Wir haben ja jetzt also in der gesamten Stadt- und Regionalentwicklung
diskutieren wir weltweit über Quartiere. Das heißt, die Nähe auf der einen Seite und den globalen Blick, wie du das gesagt hast, zum Internationalen. Also ich wünsche der Universität auch für die weitere Zeit, dass das Quartier, Campus sozusagen mit Wirtschaft und mit Kultur und mit Studium und Forschung immer wieder, und zwar ich sage immer wieder neu zusammenwächst, weil die Schwerpunkte im Wissenschaftsbereich ändern sich. Und was ich hier auch wünsche, ist, dass zu dieser Offenheit auch eine innere wie äußere Kritikfähigkeit, dass wir an der immer weiterarbeiten, dass eine Universität, die sich ein kleines Land wie Bremen leistet und so weiter, auch die Aufgabe hat, sozusagen kritisch im Sinne aushandelnd, austauschend in die Entwicklung von Bremen, der Region und auch der nahen Region mit einzugreifen. Wie wir das haben. Wir sehen immer wieder bei Buten und Binnen, das sind nicht immer die Besten vielleicht, aber viele von uns von der ersten Generation, die aber mitgegangen sind, kommen da oder da als Experten vor. Aber manchmal ist mir nicht nur die Bremer Universität, sondern die Universitäten insgesamt sind mir im Moment zu still, zu ruhig zu den großen Veränderungen, die in der Welt anstehen. Und das ist nicht nur Krieg und Frieden, das ist die Auseinandersetzung mit radikalen, demokratiefeindlichen Tendenzen. Es ist aber auch ein wirklich notwendiger, vermehrter Kampf um soziale Gerechtigkeit. Also die Universität, wir beide haben aus anderen Schichten kommend dieses Glück gehabt und nicht jeder muss studieren. Aber wir müssen darauf achten, dass die wir auch privilegiert sind, nicht immer noch privilegierter werden. Und dafür gibt uns die Universität einen Spielraum. Wir wagen ja nicht so sehr viel, also wenn wir jetzt nicht verfassungsfeindlich sind, aber mancher, der vor Ort um irgendetwas kämpft, um soziale Gerechtigkeit, ist mehr von Entlassung oder von Mobbing oder weiß ich was bedroht. Und wir sollten diesen Freiraum des Denkens, aber auch des Fühlens. Und ich wünsche der Universität den Satz eines Plakats, der mal zur Obdachlosigkeit gemacht wurde. Da gab es einen Cellospieler, der hat immer im Winter Cello gespielt und Schlafsäcke gesammelt. Und auf einem dieser Plakate stand, und das ist ein Geburtstagswunsch an die Universität, wer fühlt, was er sieht, gibt, was er kann. Das ist für mich einfach, wer wirklich fühlt, was er sieht und analysiert, gibt gedanklich oder finanziell oder zeitmäßig, was er kann und nicht übermäßig. Aber das ist ein Leitspruch, den ich gerne auch mit auf den Geburtstagstisch legen würde. Wunderbar. Ich glaube, besser können wir das nicht sagen. Uns bleibt es einfach nur zu danken für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Frau Annelie Keil und Jana Sievers, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sagen an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Universität Bremen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Wir sind am Ende mit unserer kleinen Zeitreise durch 50 Jahre Uni Bremen und wir hoffen, dass wir einige interessante Themen hatten für euch und vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Bremen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.